Recht herzlich willkommen zur 75. Folge vom Corbus Space Programm. So, wir gehen hier nochmal rein und gucken, ob noch was für Minus da ist. Nicht Minus, Minus. Five Tour, Zack Luna, Kerbin Orbit, Science, Seven Moon. Du, retten wir den? Nee, machen wir nicht. Alles klar, ist nichts da. Das bedeutet, wir können jetzt wieder hier reingehen. Und dann, jetzt weiß ich gar nicht, welches es ist. Luna Alpha Debris. Ich glaube, der ist es, ne? Ja, das wäre wohl er hier. Und 96 passt. Okay. Ja. Dann flyen wir den mal. Da müssen wir erstmal das Care einstellen. Dann draufklicken soll ich. Und dann hat der Dralo mir das geschrieben. Neben hat 1 auf Edit klicken. So, das haben wir dann. Orbital Vessel auswählen. Ja. Orbital Speed. Orbital Vessel auswählen. Ne, warte mal, was muss ich da jetzt auswählen? Er hat sich da wohl auch verschrieben. Vessel auswählen. So, da. Und dann Delta V Stage. Bin ich jetzt hier? Delta V ist hier oben. Da. Install. Das ist installed. Okay, jetzt müsste es hier auch stehen. Da steht es auch. Gut. Sieht ja auch noch lecker aus, oder? Wenn es jetzt da oben schon ist. Und Trust-to-White-Ratio. Trust-to-White-Ratio. Den da also auch noch installieren. TWR, da ist es, passt. Gut, das war's wohl. Gut, dann müssen wir hier wieder zum Minimus-Geschichte. Sieht ja ganz nett aus, allerdings müssen wir mal gerade überlegen. Ich glaube, doch, da ist die Sonne. Lass uns mal gerade erstmal eine Solarzelle in die Richtung stecken, ne? So ist auf jeden Fall erstmal eine Solarzelle unterwegs. Den können wir erstmal zumachen, oder? Genau. Und dann müssen wir auf die Karte, denke ich mal. Das macht Sinn. Dann wählen, ach ne, der ist schon ausgewählt, der Minus. Ja. Dann müssen wir hier die Deklination wieder ändern, dass wir auf den gleichen Bereich kommen, ne? Add Manöver. Und das war, wie war denn das noch? Hier runter? Da wäre, ne? Ne, hoch, alles klar. Jetzt weiß ich aber nicht. Das ist mal neu, da ändere ich ja gleich schon was, das will ich ja gar nicht. Manöver mal weg. Muss erstmal hier, glaube ich. So, wir fliegen so. Und der fliegt so. Ich glaube, ich muss mal gerade raus, damit ich das sehe. So, das wäre jetzt das Richtige. Dann ist da. Naja. Machen wir nochmal ein Manöver dahin. Allerdings sind wir da gerade vorbei, also bringt das nichts. Wir machen das Manöver dann dahin. Und da müssen wir dann runterziehen, ne, oder?
Zeigte mir das auch an. 6,2. 5,8. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ne, ich glaube, ich bin schon falsch rum unterwegs. Oder vertue ich mich da jetzt? 2,5. 2,2. 1,9. 1,5. Ah, jetzt sehe ich es auch, ne? 0,7. 0,4. 3, 2. Ich glaube, besser geht nicht, kann das sein? Ne, besser geht nicht wie 0,2. Keine Ahnung warum. Dieses Manöver löschen wir mal raus, das ist nämlich falsch. Und an dieser Stelle müssen wir dann unser Manöver machen. Ne, dann. Ja, 02, 02, besser ging's nicht, oder wie war das noch, ne? Da wird's 03. Da auch. Na, da ist 03. Dann muss es hier oben irgendwo so der Beste wahrscheinlich sein. Lassen wir mal so und ist gut. Und das war verkehrt. Warp hier? Ne, ich wollte Warp Next Manöver machen. Geht das nicht? Na, dann Warp hier, egal. So, jetzt müssen wir hier unten nur gerade noch den Ball rausholen. Aber das liegt alles da unten oder irgendwo, ne? 647 Meter die Sekunde, ist das denn so richtig? Da kommt er wieder hoch. Da müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, ne? So ein bisschen müssen wir jetzt, ja, irgendwo hin. Warte, warum ist denn das an? Keine Ahnung, egal. Das Blaue liegt da genauso wie das andere auch. So, da sind wir schon richtig. Und jetzt müssen wir gleich brennen, ne? Nicht gleich, sondern jetzt schon. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen. Ja, es dreht sich auf jeden Fall. Wir kriegen da schon was hin. Und gleich, wenn es 0 ist, dann ist 0, ne? Wir waren ein bisschen spät dran, aber ich glaube, das spielt bei der Entfernung nicht so eine Rolle, ne? 200. 100. Und... Stopp. So, wie ist es hier? 02, 02. Mach den mal weg. 08. 08. Dann müssen wir hier. Wo sind wir? Da sind wir. Add Manöver. So. Null eins. Null zwei. Null null. Da korrigieren wir dann noch mal kurz. Wo ist er? Da irgendwo soll er sein. Da ist er. So, da müssen wir gleich in 5 Minuten das machen. Aber Map to next Manöver. Das sieht gut aus. Und da brauchen wir nicht mehr ganz viel korrigieren, glaube. So, eine Minute vorher hat er angehalten. Warum ist denn der jetzt da falsch? Das doch, passt doch gar nicht, oder? Muss ich hier was ändern? Zum Target wahrscheinlich, ne? So, passt's. Und 30, 29, alles noch gut.
Ziel ist richtig hier eingestellt, denke ich. Müssen wir gleich nur die 30,2 Meter einmal drauf machen, ne? Ja, jetzt sind es nur 13 Sekunden, jetzt kann ich auch gerade abwarten. 5. Okay, und los. Oh, 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 oh. Das war ganz schlecht, aber das lasse ich jetzt so. Steht ja noch auf 0,0. Ah, habe ich die X-Taste nicht erwischt, so ein Shit. Okay, aber nicht schlimm. So, jetzt haben wir das schon mal gleich. Das sollte schon mal gut sein. So. Wie viel sind wir denn hier? 2500. Okay, naja, da werden wir wohl nicht mit landen können, hat der Drahloglob gesagt. Aber das sehen wir dann. So. Das ist der falsche. Der richtige ist... Wo ist denn der? Da hinten ist er. Da müssen wir hin. Ja. Zum Target muss das, glaube ich, ausgerichtet sein, ne? Jetzt steht hier wieder 0,2, aber das ist jetzt auch erstmal egal, oder? Ja, 0,2 ist viel vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir sind da. Add Manöver. Nö. Das sind nur 8,1 Meter die Sekunde. Sollten wir nochmal korrigieren, oder? Ich lasse es so. Wird schon da hinten passend sein. Ich muss aber da hinten nochmal rein. Focus View. Weil da gibt es nämlich so einen Orbit, den muss ich so einhalten. Das heißt... Der ist gegenläufig von mir, ne? Das heißt, ich komme von hier sozusagen und muss dann so rum einsteigen. Ja, okay, ist ja auch nicht so leicht wahrscheinlich, ne? Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir mal gucken. Das ist jetzt der 227. Jetzt haben wir hier noch ein Ding, das Manöver machen wir weg, das wollen wir nicht. und der ist 80. Das bedeutet, wir machen hier das Manöver. Dauert zwar jetzt eine Weile, bis wir da rum sind, aber ich glaube, das macht Sinn, oder? Sehen wir dann gleich. Ja, jetzt habe ich das Falsche angepackt. Das Manöver war für die Katz. So, Add Manöver. Das ist er noch nicht. Das war jetzt zu weit, ne? So, das wäre passend in dem Sinne. Ich glaube, ich habe schon wieder falsch angepackt, so ein Shit. Na, komm weg. Add Manöver. So, oder ist die Bahn... Ach, die Bahn ist wahrscheinlich auch nicht kreisrund, sondern elliptisch. Ja, das kann natürlich auch noch sein, ne? Ja, das... Das wollen wir nochmal genau machen. Wir müssen auf jeden Fall vor dem her sein, weil der dreht sich auch noch weiter, ne? Da irgendwo wird das sein, oder? Closest Approach, aber... Jetzt ist mein Ding weg, oder?
Muss ich gucken. Irgendwann, warte mal, da war irgendwas, oder? Man kann so schlecht sehen, ne? Aber ich glaube, da ist er, oder? Aber ich glaube, ich muss dann weiter vor. Weil ich muss ja andersrum. Warte mal, da müssen wir... Das flackert da gerade so. So, da ist passend, aber ich glaube, ich muss jetzt einfach hier ein bisschen weniger. Das ist schwer zu beurteilen jetzt, ne? Der müsste mich doch da einfangen, ne? Jetzt fängt er mich nicht ein. Ich sehe aber auch gerade nicht unbedingt, kann ich das hier fokussieren? Set das Target? Ne, das will ich nicht. Target soll ja bleiben. Aber ich kann vielleicht so dahin. So, dann will ich hinter ihm sein. Das ist also verkehrt. Das heißt, ich muss... Ja. Was das Ganze jetzt nur drehen. Stopp. Ich bin hinter ihm wieder, das ist schlecht. Ich muss vorher. Da ist es wieder zu groß. Das ist auch zu groß. Da wirft es mich total aus der Bahn dann. Das ist zu groß. Das bedeutet dahin und ein bisschen zurück. Ah, wieder zu viel gewesen. Nee. Nein, andersrum. Zu viel. Stopp. So, das müsste es eigentlich dann sein, ne? Und dann muss ich da reinbrennen. So sollte es sein, gehe ich von aus. Ich bin vor ihm und er fängt mich dann da ein. Und dann kriege ich den Orbit. Will's hoffen, dass es so passend ist. Gut. Aber ich denke mal, das lasse ich mir erst noch von dem Drallo bestätigen. Und wenn das so ist, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.